Haben Sie sich schon einmal für einen Auftrag oder für eine Arbeitsstelle beworben? Und wenn ja, wie sah diese Bewerbung aus? Haben Sie einen Brief geschrieben? Ihren Lebenslauf beigelegt? Referenzen angegeben? Federico Barocci, ein italienischer Künstler des 16. Jahrhunderts, lieferte eine Bewerbung der besonderen Art ab. Er malte den Kopf des heiligen Sebastians, um seine Könnerschaft zu demonstrieren und den Auftrag für das Hauptgemälde des Sebastian-Altares im Dom von Genua zu erhalten. Wir sehen den fein ausgearbeiteten Kopf eines lockigen Jünglings, der verzückt nach oben schaut. Seine Haut schimmert zwischen rosa und blau. Die feinen Haare des Schnurrbarts sind erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Der Mund ist leicht geöffnet. In den Augen schimmert ein eigentümlicher Glanz. Als einziges Museum der Schweiz kann das Kunstmuseum St. Gallen eines der seltenen Gemälde von Federico Barocci zeigen. Barocci, der aus Urbino stammte, gilt als der bedeutendste italienische Maler zwischen Manierismus und Barock. Er hatte europaweit prägenden Einfluss auf nachfolgende Künstlergenerationen, so beispielsweise auf den Flamen Peter Paul Rubens. Federico Barocci konnte übrigens mit seiner Arbeit die Auftraggeber in Genua überzeugen. In der Umsetzung des großen Altargemäldes übertrug er den Kopf des hier gezeigten Sebastians im Verhältnis 1:1. Wir wissen deshalb auch, weshalb sich solch starke Emotionen auf dem Gesicht des Heiligen widerspiegeln. Sein Blick richtet sich auf den geschändeten Christus am Kreuz. Der Gesichtsausdruck ist demnach als starker emotionaler Appell an die Gläubigen zu lesen, sich an den Gefühlen des Heiligen Sebastians beim Anblick des Gekreuzigten ein Vorbild zu nehmen.